Hey Fans und Trainer da draußen, hier ist Finn und willkommen bei Gira fragt mich. Heute sehen wir uns an, welche Features und Pokémon das GoFest 2023 für uns bereithält. Los geht's! Niantic hat endlich nähere Details zu den GoFest 2023 enthüllt und wir können uns auf jede Menge Pokémon-Spawns, Boni und neue Shinies freuen. Los geht es in London und Osaka, parallel am Wochenende des 4. bis 6. August im Londoner Brockwell Park und im Expo 70s Commemorative Park. Habt ihr ein Ticket für einen Zeitraum gekauft, könnt ihr im Park wieder verschiedene Habitate antreffen, in denen bestimmte Pokémon spawnen. Die Habitate für die Parks sind Dunkler Dschungel, Feengarten, Hypnotischer Gletscher und die Vulkaninsel. Im dunklen Dschungel treffen wir auf viele Käfer, Pflanzen und Gift-Pokémon, darunter das eigentlich regionale Scaraborn, Myrapla, Toxiped, Vipitis, Araqua und Irbis. Araqua kann zum Londoner und Osaka GoFest zum ersten Mal shiny sein. Im Feengarten warten Feen- und Pflanzen-Pokémon auf die Trainer. Hier finden wir unter anderem Dedenne, Parfi, Lilminieb, Flauschling, Pummeluff und Tuska. Lilminieb ist eins der neuen Shinies für London und Osaka. Auf dem hypnotischen Gletscher treffen wir auf viele Eis-, Psycho- und Normal-Pokémon, zum Beispiel Galapantimos, Schneeformeo, Relaxo und Pygraulon. Auf der Vulkaninsel schließlich gibt es Stahl-, Gesteins- und Feuer-Pokémon wie Fermicola, Lucario, Geweiha, Glurak und ein neues kostümiertes Pokémon, einer Aerodactyl mit Umhängetasche. In allen vier Habitaten tauchen dazu noch die Incognito D-I-A-M-O-N und Ausrufezeichen auf. Sie buchstabieren also Diamond, wobei das Ausrufezeichen und das M erstmals als Shiny erhältlich sind. Außerdem gibt es ein neues Pikachu mit einer Amethyst-Krone und Symvolara als regionales Pokémon. Zu den Boni in London und Osaka gehören eine Sammlerherausforderung, Go-Schnappschüsse mit einer erfrischenden Überraschung, was mich dazu bringt anzunehmen, dass es sich dabei um das Frostrotum handelt. Und bei exklusiven Feldforschungen können wir erstmals auf Rokara in Go treffen. Außerdem erhalten wir halbierte Brutdistanz, 6 Spezialtäusche, halbierte Kosten für Täusche, doppelte Fangbonbons und ganze 9 gratis Raidpässe. Diese Boni gibt es noch obendrauf für alle Teilnehmer zwischen 9 und 19 Uhr im Großraum London und Osaka, also nicht nur im jeweiligen Park. Vom 18. bis 20. August dann findet das dritte lokale GoFest in New York City statt. Dort gibt es, anders als in London und Osaka, neue Habitate und neue Pokémon-Spawns. Der Park wird auch hier in 4 Habitate unterteilt, nämlich prähistorischer Vulkan, Giftsumpf, verfluchte Schätze und das Sportfeld. Beim prähistorischen Vulkan können wir auf das Aerodactyl mit der Umhängetasche, Flampion, Flapterix und Milza treffen. Im Giftsumpf gibt es Pionskora, Toxiped, Aalgit und FM, wobei Aalgit als neues Shiny zum ersten Mal in New York anzutreffen ist. Verfluchte Schätze beherbergt Zubiris, Palimpalim, das Ainal Makabaya und Golbit, was ebenfalls erstmalig in Shiny auftauchen kann. Und auf dem Sportfeld gibt es dann jede Menge Kampf-Pokémon wie Nocturne, Kikli, Capoeira und Makuhita. Auch in New York haben wir in allen 4 Habitaten dazu noch die Incognito D-I-A-M-O-N und das Ausrufezeichen, das neue Pikachu mit der Krone und Symvolara als regionalen Spawn. New York hat dann die gleichen Boni wie auch die beiden Events in Osaka und London. Auf Rokara und wahrscheinlich das Frostrotum muss also niemand verzichten. Alle Ticketinhaber für London, Osaka und New York erhalten Zugang zu einer exklusiven Spezialforschung, aus der man einmalig das mysteriöse Pokémon Diankie erhält. Dieses ist zu diesem Zeitpunkt neu in Pokémon Go und kann wie die mysteriösen Pokémon vor ihm vorerst nur auf diesem Weg erhalten werden. Von seiner Mega-Entwicklung fehlt aber bisher noch jede Spur. Als großes Abschlussevent wartet dann Ende August das GoFest global auf uns. Bei diesem Extra-Event gibt es am Samstag stündlich wechselnde Habitate mit besonderen Spawns und am Sonntag alle Pokémon unabhängig vom Habitat bunt durchgemischt. Im Quarz-Terrarium wird es unter anderem Scaraborn, das östliche Meerschalelos, Haspiroa und ein kostümiertes Pikachu mit einer Quarzkrone geben.
Das blaue Schalelos kann hier zum ersten Mal als Shiny erhalten werden. Für Ticketinhaber taucht hier, wenn man Rauch zündet, zusätzlich Hisui Fukano auf. Das nächste Habitat sind die Pyrit-Sande und beheimaten Knackleon, Kaumalat, Wattzapf und ein Pikachu mit einer Pyrit-Krone. Wattzapf kann ab hier neu als Shiny auftauchen. Exklusiver Rauchspawn für Ticketinhaber ist in den Pyrit-Sanden Gladiantri. Die Malachit-Wildnis ist das nächste Habitat und hier können wir Roselia, Kommandutan und ein Pikachu mit einer Malachit-Krone fangen. Kommandutan ist in diesem Habitat das neue Shiny und mit Ticket kann man hier durch den Rauch auf exklusive Venuflibis treffen. An der Aquamarinküste treffen wir dann abschließend auf Merrill, Lapras, Viscora, das westliche Meer Schalelos und ein Pikachu mit, Überraschung, Aquamarinkrone. Viscora und das pinke Schalelos sind hier die neuen Shinies. Mit Ticket und Rauch taucht hier dann auch noch extra Pachirisu auf, das erste Mal also, dass es weltweit gefangen werden kann. Somit haben wir insgesamt 5 neue Shiny-Familien über die 4 Habitate. Für Ticketinhaber tauchen in allen 4 Habitaten per Rauch noch die Icognito-Formen auf und es gibt eine allgemein erhöhte Shiny-Chance. Bis zu 6 Spezialtäusche kann man zu diesem Event machen, eine exklusive Sammelherausforderung, bis zu 9 gratis Raid-Pässe und bisher noch nicht näher vorgestellte besondere 7-Kilometer-Eier. Auch zum globalen GoFest kann per Spezialforschung ein Dianchi erhalten werden. So kann man, wenn man bei einem der lokalen GoFeste und zusätzlich am globalen GoFest teilnimmt, sogar 2 Dianchi erhalten. Ziemlich nifty, denn Mega Dianchi wird der stärkste Gesteinsangreifer im Spiel. Das coolste ist natürlich, dass am globalen GoFest wirklich jeder teilnehmen kann, ob er ein Ticket hat oder eben nicht. Mit Ticket gibt es zwar die erhöhte Shiny Chance und noch ein paar extra Boni, aber trotzdem kann jeder Spieler, egal ob er Geld für Pokémon Go ausgeben will oder nicht, am Event teilnehmen. Und damit haben wir alle Infos zu den 4 Pokémon Go Fest Events. Mit ganzen 9 Shiny Pokémon Familien, insgesamt ein richtig gutes Event mit vielen coolen Spawns und ich hoffe jeder Menge Spaß. Außerdem gleich 6 neue kostümierte Pokémon mit Pikachu in seinen 5 Kronen und dem Aerodactyl mit Umhängetasche, die die Herzen aller Sammler höher schlagen lassen sollten. Was sagt ihr zu den Details zu den Go-Festen? Welches spricht euch am meisten an? Ich freue mich auf eure Kommentare. Damit wie immer, teilen und liken nicht vergessen und vielleicht sehen wir uns ja in New York. Bis zum nächsten Mal. Adios, Tragosso.